noch ein bisschen Eis hier. Also schon Eis. Ende Oktober. Und die nächsten 5 Tage ist schönes Wetter. Also wenig Sturm. Und ich will nochmal los. Man weiß ja nie, das kann das letzte Mal sein dieses Jahr. Ende Oktober. Ja. Da kommen die Winterstürme. Ich werde noch ein paar Fenner einholen. Ja, sind da nicht mehr so viele Fenner. Hab ja ein paar verloren beim Sturm, besonders den großen. Mein schön. Ah, schade. So, ein bisschen Pech habe ich mit dem Wasser, gleiches auflaufendes Wasser. Das heißt, ein bisschen Gegenstrom, 1-2 Knoten. Aber das ist egal, ich habe Zeit. Okay. So, Zeit fürs Großsegeln. Da ein bisschen Wind. So sieht das doch gut aus. Gibt aber nichts Schöneres als Segeln, oder? Ich habe unten noch den Lüfter laufen von der Motorheizung. Und der bringt jetzt nichts mehr, wenn die Maschine aus ist. Den mache ich perfekt raus. Ja, Genua könnt ihr auch rausholen. Ja. Aus. Hat ja dieser Schot ist mehrfach rumgewickelt um das Segel wegen dem Wind.
für den Wind wieder eine Genua. Ich habe noch einen kleinen Genua wieder drauf, jetzt für den Winter, also für den Herbst. Und da fällt so ein bisschen jetzt der Wind. Genau, vom Wind hier. Ich könnte Schmetterling fahren. Und irgendwas quietscht hier. Ja, putze. Ich freue mich, dass ich losgefahren bin. Wollte erst morgen früh los. Aber heute ist noch ein bisschen Südwind angesagt, 10 Knoten. Und das nutze ich natürlich. Hab die Windfahne nicht dran. Weil ich dachte, ich muss Motoren und dann mache ich das immer nicht ran, das wurde. Und jetzt beim Fahren ist es etwas knifflig. Also fahren wir mal die nächsten, also heute auf jeden Fall mit elektrischen Autopilot. Und John Maynard kann noch ein bisschen schlafen. Ja, die Sonne ist gleich weg. Und ich habe noch einen 6-Stunden-Turn vor mir. 17 Uhr, ja, es wird 23 Uhr. Ja, hilft nichts. Dafür wache ich morgen früh aber im Paradies wieder auf. Ja, ja. Ehrlich. Okay, alles andere unterwegs. Ja, scheiße. Das ist die Tour der Leiden jetzt hier. Ich habe das Ruder verloren. Also das halbe auf jeden Fall. Ich habe einen Wal getroffen, glaube ich. Einen schlafenden Wal oder irgendwas habe ich getroffen. Ein dumpfer Schlag, das knallte. Ich dachte, er ist auf Grund, aber es war 60 Meter tief, halt ein Quatsch. Und war unter Segel und konnte das Boot plötzlich, bin im Kreis gefahren und das Ruder ab. Und dann kam hinten ein Stückchen vom Ruder hoch. Ich weiß ja, wie ich das lackiert habe mit Andy Fauli, mit Blau und Rot. Und das kam hinten hoch. Ne, die Hälfte, die Schale. Jetzt habe ich die Segel erstmal runtergenommen. Erstmal nichts gemacht, Maschine an. Aber ich kann wieder steuern, der Autopilot fährt jetzt. Entweder habe ich nur die Hälfte dran oder ich habe eine Schale verloren. Also das Ruder besteht aus zwei Schalen mit einem Kern in der Mitte. Vielleicht habe ich auch nur. Also es hat geknallt. Tut mir leid um den Wal, aber ich habe jetzt hier die Arschkarte. Eine Scheiße. Ich habe mich jetzt entschieden, nicht zurückzufahren, weil es ist so ein Wind, 25 Knoten. Ich fahre trotzdem hier jetzt Anker in Holzland hier, weil das, glaube ich, sicherer ist, als jetzt die 20 Meilen zurück zum Motoren mit einem halben Ruder. Also jetzt fahre ich mit dem Wind momentan. Ja. Und den Kurs beigegnet. Ich hab doch ein Pech oder was? Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch alles gar nicht. Muss ich morgen erstmal mit der. Tauchen kann ich ja nicht, ist ja zu kalt. Gehe ich mit der GoPro mal runter, dann muss ich das mal gucken, wie das aussieht. Eine Scheiße. Aber das Boot muss jetzt raus, definitiv. Es geht hier in Island aber nicht. Bei dem Wind, das war gar nicht angesagt, hier 10 Knoten, jetzt ballert das hier. Ich weiß genau, wie das da hinten nachher Hopperei da ist im Fjord, aber gegen an ist genauso Horror. Oh, ich weiß nicht, was ich machen soll. Maschine läuft jetzt erstmal, Heizung ist unten an, dass es warm wird. Ich probiere jetzt ab und zu mal links, rechts zu lenken, also jetzt momentan läuft der Autopilot. Das ist vor einer halben Stunde passiert, da war es ein bisschen hell. Ich weiß nicht, ich nehme die Kamera überhaupt auf jetzt hier, ist das hell genug? Das ist nur der Ton wahrscheinlich hier. So eine Kacke. Ich mache mal ein bisschen Licht hier, dass ich auch gesehen werde. So, jetzt haben wir ein bisschen Licht gemacht. Jetzt kann ich mich auch ärgern mit Licht. Eine Scheiße, ich habe das Segel runtergerissen, ganz schnell. Also ein halbes Ruder muss ja noch dran sein. Entweder so eine halbe Schale, dass der Kern noch dran ist. Und ich weiß nicht, wie lange das jetzt hält. Momentan hält es. Ich habe ein paar Mal Kreise gedreht. Also ist ein bisschen eigenartig, aber es funktioniert. Also ich fahre jetzt mit dem Strom, ich würde jetzt nicht gegen ankommen, die 20 Mal, das würde ich nicht schaffen. Da würde ich mich quälen die ganze Nacht vielleicht. Oh Mann, bin ich ein Pechvogel oder was? Wollte ich immer 5 Tage, aber ich will das trotzdem genießen. Ich will trotzdem hinten angeln, weil morgen ist kein Wind. Und,
fahre ich jetzt 4 Tage, kein Wind, und am Sonntag kommt Wind. Dann werde ich Samstag zurückfahren, das ist die Laune. Dann werde ich zusammen tuckern, das Stück die 30 Meilen. Ein bisschen Kurs geändert. Vollmond ist jetzt auch. Das sieht sehr gut aus. Ich hoffe jetzt, dass das Ruder noch hält. Also ist ja immer die Horrorvorstellung, dass das Ruder ab ist, dass man dann nicht mehr fahren kann oder so. Also es steuert noch, Autopilot läuft noch. Und keine Anomalie, also ich fahre ganz normal geradeaus Richtung Vollmond gerade. Mach mir bloß ein bisschen Sorgen bei dem vielen Wind mit dem Ankerplatz da hinten. Aber ich fahre Fjord 4, ist am unruhigsten, das sind die meisten Wellen, aber der beste Ankergrund ist am sichersten. Ich könnte jetzt auch segeln, aber ich habe den Wind von hinten. Aber ich habe momentan keine Lust. Die Maschine läuft, da kann ich schön heizen, und momentan weiß ich nicht, ob der Segel, ob da vielleicht noch mehr Druck ist. Alter Vater. Oh, ich ärgere mich schon wieder. Das gibt's doch alles gar nicht. Jetzt, definitiv muss das Boot jetzt raus. Glaube ich. Ich weiß nicht, ob man das Ruder ziehen kann, wenn das Boot schwimmt. Das muss ich. Da werde ich den Hersteller mal kontaktieren. Mann, das ist doch alles gar nicht. Was für Schäden wünscht man sich? Was würde ich eintauschen jetzt? Ruderbruch? Maschine kaputt. Nee. Für den Notfall habe ich ja den Steuermann hinten dran. John Maynard würde das machen. Also wenn das Ruder ganz ab ist, habe ich immer noch eine Chance mit der Notpinne. Sollte wieder so sein, dass ich dieses Jahr diese Notpinne gekauft habe. Sollte so sein. Oh Mann. Ist doch wohl. Ist das ein Zeichen, dass ich hier aufhören soll? Ist auch kein Wetter zum Tauchen hier. Das funktioniert alles nicht. Mann. Habe es Posilampen angemacht und Dampferlicht, aber hier ist kein Mensch. Hier ist auch keine Hilfe jetzt, wenn das passieren soll. Könnte ich nur einen Notruf absetzen vielleicht. Aber solange das funktioniert mit dem Ruder, ist alles gut. Zum Notfall habe ich jetzt schon rausgepackt, das Ruderblatt für den Steuermann. Das würde ich dann fix montieren und dann kann ich mit der Notpinne, das habe ich ja geübt, das funktioniert. Da muss ich nur eine Verlängerung drauf machen, dass das nicht so schwer geht. Und dann muss ich halt mit der Notpinne wieder in den Hafen fahren. Definitiv das letzte Mal. Ich habe vorhin noch geungt. Ob das Saisonabschluss ist, ja, ist wohl. Aber trotzdem will ich jetzt nicht zurück. Ich will trotzdem diese 5 Tage hier oben bleiben. Und es wird schönes Wetter, die Sonne scheint wahrscheinlich. Oh Mann, das kann man, wie viel Pech kann man haben im Leben? Schade um den Wal. Ich hoffe nicht, dass dem was passiert ist. Aber ja, tut mir leid. Segel packe ich nachher ein, habe ich jetzt keine Lust zu. Fahre ich 5-6 Knoten. Mit laufendem Strom, dadurch passt das ganz gut hier. Also gegen Anweg wirklich keine Chance. Ich mach den Windgenerator mal aus. Ja, hab die Maschine noch laufen. Und teste jetzt erstmal den Ankerplatz, 6,80 Meter. Und ich habe 53 Meter Kette draußen, volle Länge. Kleines Reitgewicht drauf, also nur so ein 5 Kilo Gewicht. Ich habe kein größeres jetzt. Müsste ich erst einen Stein haben oder holen. Ah, ist nicht ganz so schlimm wie im Frühjahr bei der Quarantäne. Da hatte ich hier 25 Knoten. Waren eben auch, aber kommen sie ein bisschen mehr vom Berg. Also es ist nicht so eine Welle jetzt. Also wenn das so schaukelt, dann bin ich zufrieden.
gegen Mitternacht, jetzt ist 21:30 Uhr, gegen Mitternacht soll der Wind ja komplett einschlafen, weggehen. Bisschen drehen noch und morgen dann gar nicht rein. Morgen Abend mit 20, 25 Knoten ablande ich dann wieder. Mal gucken, was der Anker dann macht, wenn sich der wieder dreht. Und der hat gut gehalten, hat richtig eingerockt. Ich dampfe ihn noch gar nicht ein, das ist Quatsch. Kettensicherung gemacht. Oh, die Mütze immer hier und die Haare unten. Lass die Maschine ein bisschen laufen, dadurch heizt der auch unten. Ich will das ein bisschen beobachten jetzt hier. Ich habe jetzt Ankeralarm angemacht erstmal. Momentan geht es ziemlich gerade hoch und runter. Es wird nicht. Ich schweut nicht so doll. Jetzt ist Hochwasser. Sonst geht 2,20 Meter noch runter. Dann haben wir 4 Meter und 60 Meter. Umso mehr Kette hier ist, umso besser hält das ja. Mein Reitgewicht liegt nachher auf dem Grund. Wahnsinn. Nochmal Licht hier. Vielleicht kann man die Stimmung mal ein bisschen einfangen hier. Ja, so sieht's aus hier. 20, 25 Knoten und Vollmond. Ja, Windgenerator erstmal ausgemacht, dann kann man sich besser unterhalten hier. Oder? Sind die Windgeräusche nicht so doll. Ich finde, so ein Windgenerator macht es auch alles ein bisschen noch schrecklicher. Wenn man schon nicht sicher ist hier, wie gut der Ankerplatz ist und der Windgenerator noch heult, dann ist das zusätzlich noch ein Stressfaktor oder es verstärkt die Wirkung vom Wind so ein bisschen. Eigentlich geht's gerade. Ich bin positiv überrascht, aber ich weiß ja immer, dass es noch anders kommen kann. Der Tag ist schon schrecklich genug. Mit Ruderabbruch hier und so ein Quatsch alles so. Meine Herren. Warum muss ich nur so Pech haben? Andere Seite sieht man gar nichts. Nur Windgeräusche vielleicht. Ja, morgen früh. Aber Richtung Mond, da sieht das schon ganz gut aus. Also wenn ich das nicht kennen würde hier. Gut, der Mond, der hilft ein bisschen. Aber wenn kein Mondschein würde, nur diese dunklen Felswände hier und die Seekarte nicht definiert, dann weiß ich nicht, ob ich hier reinfahren würde. Bei dem Wind auch noch. Bei Flaut ist ja alles kein Thema. Und jetzt noch mit dem Ruderschaden. Oh, ich bin hier. Das Ufer sieht so nah aus im Dunkeln, durch die hohen Berge. Das ist ein bisschen erdrückend. Ja. Also das sind aber, glaube ich, noch 400 Meter bis zum Ufer. Ja, ich habe vorne noch das Deckslicht an, damit ich am Anker fummeln kann. Kann man das sehen? Ja, das Deckslicht ist immer schön hell. Das gefällt mir ganz gut. So, schweut gar nicht hin und her. Ich werde jetzt noch das Handy, die App starten mit diesem Ankeralarm zusätzlich. Und auf dem Tablet habe ich auch nochmal den Überblick. Und dann werde ich da mal schauen. Auf jeden Fall werde ich den Ofen anmachen. Jetzt sind minus 2 Grad. Aber ich bin so am Schwitzen. So viel Adrenalin. So viel Ärger im Kopf. Jetzt haben wir 7 Meter. Na nun, steigt das Wasser noch? Eigentlich ist der Hochwasser. Tiefer soll es ja nicht werden. Seemeilen sind das. Ja. Nur stracks geradeaus. 5 Stunden, das ist ein Schnitt von 5,4 und Maximum hatte ich 8,7. Das war irgendeine Böe wahrscheinlich. Ich mache ihn nicht aus. Aber die Maschine ist aus. So. Mach ich Decklicht auf, das verbraucht er doch ganz schön. Das ist zwar LED, aber ist so ein Wahnsinnsstrahler da oben. Und dann beobachte ich den Ankeralarm. Bis gleich. Ja, was habe ich hier alles an? Wahnsinn. Ja. Kann ich mal ausschalten hier. Das Ankerlicht, Decks, Dampferlicht, Positionslampen und das Deckslicht, das helle. Und den Windmesser kann ich auch was machen. Ja, der Rest bleibt an. Okay. Gleich wird's gemütlich. Ja, ich lade noch gerade meine Drohnenakkus, solange ich noch genügend Energie habe. So, mein Gimbal anmachen. Ja, ich habe erstmal schnell Haare gewaschen. Haare unter der Mütze. Oh. Ja, ich habe iPad laufen, Tablet. Gerade um 5 Fuß verlängert, also fast 2 Meter. Ach, ist das mehr knifflig, ist das alles so. Aber die
zweite App, das ist diese Anker-App. Und auf dem Tablet läuft nicht ein Alarm, sondern der ganz normale Plotter, also die Aufzeichnung von der Strecke. Knapp 30 Meilen in 5 Stunden, das ist okay. War ja auch sehr schnell, war viel Wind und das letzte Stück Motorrad, aber trotzdem mit viel Rückenwind. Ein bisschen Licht machen. Ja, es ist gleich 22 Uhr. Viertel vor. Ich werde mir jetzt schön was zu essen machen. Machen wir es trotzdem gemütlich, auch wenn der Tag beschissen war. Der Segeltörn war top, keine Frage. Ich habe Wale gesehen. Ja, dass mich ein Wal trifft, ist halt Schicksal. Bei so viel Kontakt mit Walen muss es ja irgendwann mal. Ja, habe ich halt Pech gehabt. Ja, wäre ja nicht so schlimm, wenn ich hier einen Travel Lift hätte. Boot hoch, gleich Anti-Fouling machen mal wieder und das Ruder mal rausnehmen oder das Ruder laminieren. Oder ich habe nur die Vorstellung, dass es jetzt diese beiden Schalen, ich weiß ja, wie das aufgebaut ist, in der Mitte sind so eine Stabilisatoren drin, der Ruderschaft, Stabilisatoren, dann ist da ein Kern drum, aus außen die Schalen sind GFK auf jeden Fall. Und der Kern, vielleicht ist der aus Balsaholz, oder das weiß ich nicht, aus welchem Material. Ich habe das schon mal angebohrt, das Ruder, als ich das Boot gekauft habe, ob da vielleicht Wasser drin ist, habe ich das zulaminiert, habe ich aber nicht erkannt, ob was da für ein Material drin ist. Und das weiß ich hier nicht. Ich werde, wie gesagt, die Firma Elan anschreiben, wie man so ein Ruder repariert oder ob ich ein neues kaufen muss. Oder so. Auf jeden Fall sind die beiden Schalen, das tippe ich, was ich gesehen habe, ist eine wohl weg. Ja, die hängen hinten dran. Die habe ich hinten am Heck draußen schwimmen sehen. Da habe ich mich aber nicht konzentriert, die eher zu greifen oder so, sondern ich habe erstmal Segel runtergenommen und eingerollt und erstmal alles gesichert. Und dann war das nachher weg, das Teil. Das ist dann abgerissen. Oder? Morgen, wenn die Sonne scheint, wenn es hell ist, werde ich die GoPro nehmen. Lange Stange. Und dann werde ich die ganze Geschichte mal filmen, wie das da unter aussieht. Vielleicht kann ich irgendwas erkennen oder vielleicht sehe ich, dass das andere Ruder, das was noch steht, vielleicht ist auch nur die Hälfte weggebrochen. Weil ich kann ja steuern, ich kann ja Kurs geben, alles okay. Aber Mann, ich habe dieses Jahr auch, ja, ich habe auch viel Glück gehabt, keine Frage. Aber ich habe auch extrem viel Pech. Das Ofenrohr war ja noch, das Ofenrohr verlieren ist ja eine absolute Kinkerlitzchen dagegen. Das ist ja gar nichts. Das ist ja aber ein Ruderbruch. Wenn ich mir was wünschen kann, dann ist es diese Hälfte, die hier weggeflogen ist, dass das Ruder noch komplett ist. Also ein halbes Ruder, dann muss es komplett ersetzen. Das kann man nicht reparieren, das kann man nicht vergrößern oder so. Wenn ich mir was wünschen kann, dann wünsche ich mir, dass diese Hälfte weggeflogen ist. Morgen bin ich vielleicht schlauer. Ja, ich schaue ganz schön. Morgen bin ich vielleicht schlauer. Mal sehen. Also ich kann es nicht wegdenken. Es ist ein Schaden, der auf jeden Fall da ist, mit dem ich nicht mehr weiterfahren kann. So ist das Stand der Dinge. Ich kann jetzt noch 30 Meilen. Bei Flaute werde ich nach Isafjordur tuckern und da den Winterfest machen. Und das ist jetzt erstmal der grobe Plan. Und dann mache ich mir einen großen Plan, genau wie das ablaufen soll. Optimal wäre ja, wenn ich selber tauchen gehe. Wenn ich eine Ausrüstung hätte und dann mal runter tauchen gehe. Weil das Wasser ist so kalt. Und okay, der Wind dreht schon ein bisschen, merke ich, jetzt auf West. War auf Süd heute, Südwest drehen und jetzt auf West und er soll aufhören und morgen aus Nordost wehen. Das heißt, dass es hier ablandig wird. Also morgen sind die wieder schlauer. Schlafen erstmal eine Nacht drüber und dann ist okay. Okay, jetzt gibt's was zu essen. Ich habe Hunger. Kohldampf.